Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hexit. Und wir sind wieder dabei. Und es wird gerade dunkel und wir haben hier unsere Naga-Trophäe und es war wieder einmal wahnsinnig, war ein wahnsinniger Aufwand, alles wegzupacken in die Truhen. Es war echt, also, boah, das ist immer so ein Akt, irgendwie nur was unterzukriegen. Da müssen wir definitiv mal eine andere Möglichkeit überlegen. Und die Aufnahme läuft jetzt noch, was heißt, schlechter als vorher. Also, es nimmt noch viel mehr FPS ein. Mit 1080p, also Full HD aufzunehmen. Also das ist schon echt heftig. Naja, wir sind über 30 FPS. Das reicht auch, aber es ist schon scheiße. Teilweise. Manchmal läppert sich dann wieder, aber naja. Ich habe jetzt auch auf Fahr gestellt und alles mögliche. Und Chunkloading ist natürlich auch noch, aber das ist alles wegen dem hier. Das wäre nämlich jetzt gerade wieder abgekackt. Aber es ist zum Glück nicht. Naga-Trophäe. Kommt am besten, warte mal, wir nehmen am besten noch Stein mit. Dann machen wir da noch Nagerstein, das ist ja wunderbar. Nehmen wir den Stein mal von oben. So, nehmen wir Nagerstone und Nagerstone Head. Gut. Hinein und es wäre schon wieder abgestürzt, echt erschreckend. So, das tun wir mal alles weg. Und dann kommt hier Nagastone. Hier kommt der Kopf hin und da kommt der Kopf hin. Nee, ich denke mal, da kommt jetzt kein Kopf hin, weil da ja der wirkliche Kopf rankommt. Ja, das passt ja perfekt. Ja, ich finde, das sieht doch sehr schön aus jetzt. Ich würde sagen, dann am besten, ja, sagen wir hier nur am Rand. Das schadet definitiv nicht und wir sind wieder zurück auch mit der Stoppuhr. Gut, dann kommt ihr am besten Nagastone. Sieht definitiv interessant aus. Aber kann man ja ruhig so lassen. So, das beides kommt weg. Fackeln und Essen. Gut, dann haben wir das schon mal. Außerdem ist der Raum asymmetrisch. Aber das ist noch keinem aufgefallen. Mir auch nicht. Aber das sieht man jetzt besonders schön. 2 übrig, 3 übrig. Na, schade aber auch. Das war sowieso die verkorkste Aufnahme, wo wir das hier gebaut haben. Oder eine von vielen. Nein, nicht eine von vielen, aber eine von paaren. Und ich glaube, ich muss die Welt mal neu laden. Das lief jetzt gerade gar nicht so toll. Eben ist es auch wieder abgestürzt, weil ich vergessen habe. Auch wenn man vom Twilight Forest raustritt, dann kann das ja auch abstürzen. Aber ernten wir erstmal hier das Zeug. So. Weil da geht es immer an die Chocobos. Das ist nämlich auch ein Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Und das ist immer noch ein Aspekt, den wir auch machen können, falls wir mal nichts zu tun haben. Also, so, die goldenen würde ich mir lieber aufheben für wirklich seltene Fälle. Aber wir gucken mal, wie viele wir haben. Wenn wir noch genug haben, hier ist nichts mehr. Dann können wir natürlich... Oh, wir haben so viele normale. Die müssen wir auch mitnehmen. So, den Bogen können wir mal wegpacken im Moment. Mal eigentlich in eine Truhe packen. Oder eigentlich am besten wieder... Ja, ich denke mal, 2 geben dafür schon aus. Es sollen ja auch wirklich gute bei rauskommen. Federn überall. Wirklich. Du bist doch gar nicht ausgewachsen. Wie blöd. Das ist natürlich schlecht, denn wir wollen direkt den Grünen miteinander. Also das... Dann müssen wir noch etwas warten. Dann können wir leider noch nichts machen. Gut, dann warten wir mal hier der tolle Bunker. Könnten wir hier auch mal irgendwann mal verschönern. Natürlich ohne Glas, sonst sieht man wieder alles. Dann können wir den Bogen hier reinpacken. Ja, hier oben hin. Da
dim, 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 dim. Ach, die liebliche 8-Bit-Musik. Einfach nur genial. Also nicht mehr 8-Bit, aber so, keine Ahnung, so retromäßig. Gut, ich glaube, das ist es jetzt gewesen mit der Einsortierung. Alles wirklich perfekt. Da können wir das hier wieder machen. Wir müssen mit dem Leder auch irgendwas machen. Lederblöcke bestimmt. Book and Quill. Damit könnten wir eigentlich mal eine Geschichte schreiben. Wäre mal ganz lustig. Liebes Tagebuch. Nein. Das Zeus. Die wollen echt nicht wachsen. Und ihr seht ja, wie viel oder wie wenig wir erst erkundet haben. Das heißt also, los geht's. Naja, wir sollten dafür dann doch ein Loot-Backpack mitnehmen. Und erstmal die Sachen wieder zurück, also nicht zurückverzaubern, sondern reparieren. Und ich kann ja mal zeigen. Das haben wir alles bekommen. Boah. So viele Blöcke. Gold, Diamanten und Smaragde. Ganz viel. 41 Blöcke. Redstone natürlich auch extrem und Lapis Lazuli auch. Also echt heftig, heftig, was wir uns da angesammelt haben. Tja. Aber ich bin auch froh, dass wir wieder in Hexet sind. Also das brauchte halt, wie gesagt, eine gewisse Pause. Aber jetzt ist er wieder gut. So, wieder hier rein. Wie hatten wir gesagt, der hier war der angebrochen, oder wie war das? Okay, das sind jetzt 64 und wieder einmal 5. Dann nehmen wir die, ja, dann tun wir hier mal 5 hin und tun mal hier den Longshoot, tun wir mal hier hin und den Spiderhook tun wir mal hier hin. Diese Bullets, die macht man sich wie Bullet. Die hier. Ja genau, Cobblestone und Eisen, das waren die richtig billigen. So, Cobblestone können wir uns ja mal holen. Dann nehmen wir den Revolver mal mit. So, perfekt. Das gibt ja 9 pro Dingsbums oder wie war das? Also das war auf jeden Fall verdammt billig. Das sieht relativ genial aus, würde ich sagen. Vor allem mit der Umrahmung. Passt echt perfekt. Oh, sagen wir mal so, also ich denke mal so. Und dann nehmen wir die noch mit. Da haben wir ordentlich was. Und ein Revolver natürlich. Dann nehmen wir mal diesmal keinen Bogen mit, sondern Revolver. Sehr lustig. So, gut. Auf. Auf. In den Kampf. Nein, nicht in den Kampf, sondern auf in die Erkundung. Denn wir wollen was erleben. Und wir haben eigentlich alles dabei, was wir brauchen. Wir haben einen Ersatzschaufel und eine Axt, falls mal was schief gehen sollte. Den Rest haben wir komplett aufgefrischt. Das sieht auch sehr interessant aus, der Friedhof. Den muss ich unbedingt mal erneuern. Einige sind weggefallen, die nicht mehr aktiv waren. Die haben leider ihren Platz dann nicht mehr verdient. Was heißt nicht mehr verdient? Sie hatten ihn natürlich schon verdient, aber sind leider nicht mehr aktiv. Und den Friedhof wollte ich jetzt nicht riesig groß machen. Der sollte schön klein und gemütlich bleiben. Und deshalb müssen dann halt ein paar gehen, die wirklich nichts mehr gesagt haben in letzter Zeit. Natürlich, wenn sie dann wieder aktiv sind, dann können sie sich den Platz zurückverdienen. Das ist natürlich nicht die Sache, dass einmal weg, immer weg. Das gilt nicht. Es gilt nur, wer zurzeit wirklich aktiv ist und bleibt. Und die haben meinen Platz wirklich verdient. Ja, okay, dann so viel dazu. Also, ich habe schon einige im Blick, die eigentlich noch eigentlich dazu sollten. Und, ach du Scheiße, ist das eine Klippe, ist das hier? Echt den Abgang wortwörtlich macht man hier. Ach du Scheiße, wir haben ja die Feder. Das ist wunderbar. Nimmt auch kaum Schaden. Mal sehen, aber kann man die mit Haltbarkeit verzaubern? Apropos Haltbarkeit, da fällt mir was ein. Diesen Zauberstab, warte mal, jetzt können wir ja. So. Jetzt können wir ja auf Multicore machen und es lädt schon direkt schneller. Auch von der FPS-Zahl her. Ist schon direkt viel besser. Ja, das ist schade, dass es so nicht funktioniert. Aber naja, wir können es umstellen. Ohne weiteres. Ja, und wir gehen einfach mal erkunden. Einfach mal freie Schnauze und nehmen natürlich Sachen mit hier. Oh nein. Das war aber gerade nicht so toll.
Ich gucke ja dann wieder zur Zeit wieder Gronkh, weil ich ja sonst nichts zu gucken habe. Weil viele YouTuber, die ich gucke, irgendwie Pause machen oder sowas. Oh ja, wir müssen uns ja keine Sorgen machen. Und Diamanten. Und deshalb gucke ich jetzt wieder Gronkh und der hat dieselben Fehler ja zurzeit. Und das würde ich nicht gerne haben. Solche scheiß Lags von Minecraft her, weil ich dann auch wirklich nicht mehr wüsste, wie ich das beheben sollte. Ja, wenn es dunkel wird, macht nichts. Wir können ja schön abschlachten. Und Redstone, wieder ganz viel. Und wir haben trotzdem keinen Backpack mitgenommen. Scheiße. Was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Also eigentlich haben wir den Backpack jetzt nicht mitgenommen. Naja, dann müssen wir mal gucken, was wir dafür abgeben. Aber auf jeden Fall werden wir uns schön ein paar Monster abknallen. Das steht auf jeden Fall fest. Und dann kann ich jetzt, es ist so genial, wenn es jetzt Nacht wird, kann ich einfach ganz flüssig in der Aufnahme... Ui. 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 Ui, 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 ui. Ein Infernal. Spür meine Knarre. Es ist zu lustig. So viele Bullets. Gegen Infernal sogar. Naja, ich glaube, der hat ja One-Up. So, und das war's auch mit ihm. Und jetzt ist es Nacht geworden. Und die Nacht-Playlist beginnt. Ach, geil. Also darauf habe ich lange gewartet. Echt hammergenial, dass das jetzt möglich ist. Gut, dass ich mich mal wirklich... Ich habe viel recherchiert. Es ist verdammt dunkel geworden draußen. Ich gehe auch immer direkt auf Speichern. Aber es macht ja nichts. Speichern ist ja nochmal ein Neuanfang. Und gut ist das immer für die Welt. Machen wir mal auf hell, jedenfalls jetzt für die Nacht, damit ihr mehr sehen könnt. Und gehen wir mal hier, haben wir hier einen Ozean? Tatsächlich ist er doch nicht so weit entfernt. Ich dachte gerade, das wäre eine Spinne, naja. Ist er doch nicht so weit entfernt? Anscheinend ja nicht. Wunderbar. Oh. Ein Turm. Und ein Dungeon. Und die haben wir beide schon gesehen. Und es gibt tatsächlich... eine Kirche von diesen komischen Monstern, die auch auf der Festung waren, also diese Wither-Monster, die haben auch eine Kirche gebaut und die gibt's auch, glaube ich, am Rand von diesem Biom, habe ich die gesehen. Und dreimal dürft ihr raten, wo? Natürlich bei Hexit. Warum sage ich mal bei Hexit? Bei Hexit von Shuffle und Zander. Von Zander und Hexit, warum sage ich das immer? Hirnriss pur. Naja, ihr wisst ja, von wem ich rede. Hallo Creeper. Wie wär's mit einem Revolverschuss? Ja, effektiv. Genial, und die sind gar nicht teuer. Sonst könnte ich mal echt mehr draus machen. Und die schießen weit und präzise, ohne groß den Bogen spannen zu müssen. Weil man ja keinen hat, klar. Ja, und das ist echt genial, dieser Revolver. Und wie viele Bullets haben wir noch? 46. 46 Schuss noch. Perfekt. Jetzt bei Shuffle und Zander habe ich das gesehen. Die failen leider ziemlich rum bei ihren Hexit-Aufnahmen. Finde ich eigentlich ehrlich gesagt schade. Natürlich finde ich es nicht schade, dass ich das dann besser mache. Oh. Nee, aber so, das ist ja ein bisschen blöd. Eigenlob stinkt. Ich rieche ja noch nichts. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht, den Scheißwitz. Drei Schüsse und die sind down. Nicht verkehrt. Ah, oh, eine Chocopedia. Die sollten echt aufhören, dieses Zeug zu droppen. Hier oben ist ein Eisenblock. Manchmal ist auch ein Diamantblock, meine ich. Das wäre natürlich genial, aber das bringt uns nichts. Wie lustig es ist. Holo. Tschüss. Ich glaube, ich mache eine Band auf und nenne mich Revolverheld. Ach. Ah, der Witz, der tat schon ziemlich weh. Ui. Ja, es ist ein Stern, der deinen Namen trägt. Geh weg, Schaf, mit deinem Arsch. Jawohl. Starpiece, endlich. Wir können uns ja bald so ein Himmelslicht machen. Das sieht so genial aus wie Leuchtfeuer im Original Minecraft, nur dreimal besser. Stirb, stirb, stirb. Stirb, stirb, stirb.
Du Hurensohn. Die, Motherfucker, die. Nee, die, die ging das genau. Schade, aber auch ich kenne die Texte auch nicht mehr so richtig. Ja, wer das kennt. Vom Favorite. Der ist mein Favorite. Nein, nicht wirklich. Ich kannte den auch gar nicht so jetzt, aber aus Zufall bin ich dann auf ihn gestoßen. In deinen Nacken. Geh besser kacken. Haha, diese scheiß Reime. Bring nichts. Gut, er ist tot. Dann gehen wir noch weiter erkunden. Ach, ich liebe es einfach. Und die Nacht-Playlist. Es ist so genial. Also, die neuesten Änderungen haben mir wirklich sehr gut Alter, was ist hier bloß passiert? Sind hier viel Hühner gestorben? Was ist das überhaupt? Achso, das ist dieser Megabaum. Hier sind alle Dinger fehlgeneriert. Ja, lustig. Ach du Scheiße. Ja, und wir haben nämlich... Wir müssen wieder einiges wegschmeißen. Zack. 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 Weg ist er. Okay, wir schmeißen jetzt wirklich alles. Verfolgt werden wir nicht. Wir schmeißen echt alles weg. Ach, die Geräusche. Deswegen vermisse ich, weg, 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 weg. Deswegen vermisse ich Ach so. Das war nur ein Geräusch. Deswegen vermisse ich, Staffel 1 von Minecraft Let's Play. Weil es war so genial, am Meer zu wohnen und da hatten wir die richtig schönen... Ah, die Nightblooms leuchten auch in ihrer wahren... LOL! Was dat denn? Ach, ein Krokodil, ne? Sah gerade ziemlich komisch aus. Aber auch nur wie bei dem Sternenhimmel. Tag, Herr Alligator. Möchtest du mal meine Revolverkugel spüren? Ich bin mir sicher, er möchte das. Da. Tschüss. Zack. Oh, ein Beat von KST Beats. Mushroom Beat 130. Ich glaube, das ist ziemlich der neueste. KST Beats auch genial. Ein Piratenschiff. Waren wir nicht? KST Beats. Was ist das denn hier für... Was sind das hier für... Für Formen? Und hier gibt's auch... Alter. Was ist das denn alles? Ein Dorf! Geil, neues Dorf! Und so nah! Es war immer an diesem Herbstwald, wo wir nie geguckt haben. Oh, ein großes Piratenschiff. Definitiv ein Wegpunkt wert. Ah, genial. Piraten sind toll. Volle Fahrt, Santiano. Das erinnert mich jedes Mal daran. Jetzt werde ich Piraten nie mit anderen Augen sehen. Pelikan. Statt Tontauben schießen, einfach mal Pelikan schießen. Schade. Bleib doch stehen. Da. Ah. Oh, das ist gar nicht so einfach. Jetzt. Ah. Ui. Ah. Den. Ah. Zack. Ah, so knapp. So doof einfach. Nur dieses Zeug abschießen. Zack. Jawohl, der war aber richtig gut, also muss man sagen. Also, zurzeit habe ich es drauf, den Dingern zu zielen, obwohl ich gar nicht mehr geübt habe. Also. So, und die Folge mache ich auch nur 20 Minuten, denn somit ist sichergestellt, dass ich sie pünktlich releasen kann. Im Moment, das dürfte noch gerade noch so, Ach du Scheiße, ja, dem. Ja, gut, da kommen wir mit dem Schwert dran. Das dürfte jetzt eigentlich. Dürfte jetzt eigentlich noch parallel laufen zum 700 Abonnenten Special. Auch nochmal vielen Dank hier an dieser Stelle dafür. Zu genial das Ganze. Ja, und das dürfte das noch jetzt so eins der letzten Folgen sein, die noch jetzt parallel laufen. Also diese Folge läuft, glaube ich, noch als... Ist es die letzte Folge? Dürfte sein. Oder? Nee. Das ging diesmal länger, dieses Abonnenten Special. Ah, ein Fuchs. Oh nein. Jo, tut mir leid. Oh, der hat sich auch schon verletzt. Tut mir leid, ich kann nicht anders. Es ist bei meiner Ethik muss das so sein. Cheat Mode. Instant Health. Potion of Healing. Splash Potion of Healing. Instant Health.
So, das werfe ich jetzt mal auf dich. Nee. Ich glaube, du heißt Megan. Gut. Bist du genauso wie dein Kollege geheilt? Das musste echt mal sein. Also das könnt ihr mir verzeihen. Also das ist wirklich gegen meine Ethik. Ich hasse es. Vor allem, wenn das arme Ding gar nichts dafür kann. Also ehrlich. Gut, und das waren jetzt die 20 Minuten. Und ich denke mal, um es spannend zu halten, wo es hier weitergeht, guckt nächstes Mal, ich denke mal morgen vorbei, wie es hier weitergeht beim Erkunden. Wir werden bestimmt noch auf hohe See geraten und diese Piraten bekämpfen. Nicht in nächster Folge, aber demnächst. Und wir werden natürlich auch das Dorf erkunden und natürlich weiter in diese Richtung wandern. Wie gesagt, bleibt bei der Serie dabei und tschüss, bis dann. Und wie schon gesagt, adios und auf Wiedersehen.